Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Es ist keine gute Idee, einfach so vor sich hin zu leben, ohne Sinn und ohne Aufgabe. Es ist keine gute Idee, wenn ich nicht weiß, warum ich gerade hier bin und was ich mir vorgenommen habe. Es ist keine gute Idee, wenn ich nichts habe, was meine Augen leuchten lässt. Oder etwas, was mir ein tiefes Gefühl gibt von Zugehörigkeit. Eine Aufgabe von mir ist zum Beispiel, Ihnen immer wieder einen Impuls zu sagen. Manchmal fragen mich Menschen, warum tun Sie das? Dann sage ich, weil es mir selbst auch gut tut und vielleicht Ihnen auch. Vielleicht ist es ja die wahre Aufgabe, warum wir Menschen hier auf diesem Planeten sind, dass wir eine Aufgabe haben, wo wir gebraucht werden. Die Oma vom Enkel, der Kümmerer für den Garten oder der Bürgermeister für seine Gemeinde oder ich, der Sie ab und zu an das eine oder andere des Lebens erinnert. Vieles wissen Sie auch selbst schon ganz gut. Natürlich hat es auch seinen Reiz, mal einen Tag zu haben, an dem nichts sein muss. Aber das Ganze gleitet schnell ab in die Sinnlosigkeit und Beliebigkeit, wenn wir uns nicht etwas vornehmen. Deswegen suchen Sie sich immer, wenn Sie es nicht sowieso haben, Aufgaben, die Ihnen wichtig sind, dass Sie ein bisschen jeden Tag wissen, warum es wichtig ist, morgens aufzustehen und diesen Tag genießen können. So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.